Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Zu den epischen Klängen von Roshar geht es jetzt weiter eben mit diesem Spiel. Nachdem das letzte Mal ja das Tutorial so mehr oder weniger gut abgeschlossen war, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich das Office nochmal erreichen muss. Das ist anscheinend dann so die Überlappung. Skylar, Gravity Coil 22 is offline again. No way. Zu dem, was, I just fixed it last week. Okay. Let's play schon passiert ist. Why I'm bouncing all over the place. Oh, crikey. I'll take another look. Watch your head. So. Ich denke, dieses eher rucklige Zwischenvideo werdet ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich es einfach abbreche. Das heißt, für die Zukunft werde ich mir merken, wo kann ich denn solche... Da kann ich sie überspringen. Error SR215 Detector failure. Material is here by that automatische kaput. Oh man, automatische kaput. Could you not fall apart every 10 minutes? Automatische kaput. Genau da waren wir stehen geblieben. Das heißt, für die nächsten Let's Plays werde ich mir merken, dass ich immer nach Save-Punkten, nach Save-Punkten den Übergang mache, damit ich euch nicht zu viel Zwischensequenz-Zusatzmaterial zumute. So, jetzt muss ich zum Inoperative Cargo Lift. Something's really wrong with this rock. Automatische kaput. Bin ich immer noch ein großer Fan von. Automatische kaput. Ich glaube, das werde ich mir als Lebensmotto irgendwo hinschreiben. Automatische kaput. So. Good old gravity generator, generating gravity. How attractive. Ja, wunderbar. So, nee, so und so. Jetzt habe ich hier eine Klappe aufgemacht. Jetzt kann ich mir das bestimmt hier vorne hinlegen. So. Na. Dann hier so reinhopsen, hurra. Sinn. Gravity Control. Never leave home without it. Okay. Jetzt habe ich. Die Möglichkeit, die Gravitation selbst zu beeinflussen, was natürlich echt witzig ist. Bringt mich dann dahin, dass ich hier auch auf die Leiter komme. So nämlich. So, da brauche ich wieder mein Laser. Mach das auf. Dann springe ich hier im gravitationsfreien Raum einmal rüber. Wozu brauche ich die Kiste? Brauche ich die Kiste zu irgendwas? So. Jetzt die Kiste brauche ich nicht. Man muss ja auch nicht jede Kiste mitnehmen. Okay. Na, dafür brauche ich die Kiste, denke ich. Oder kann ich das von hier oben überspringen? Nein, natürlich nicht. Also her mit der Kiste. Aber die Kiste kann ich sowieso nicht durch das blaue Ding durchschießen. Ich werde es einfach ausprobieren. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Im hohen Bogen auf den eigenen Kopf geschossen. Nicht so klug. Also ohne Kiste weiter. So, aber irgendwie sieht das so aus. Jetzt müsste ich hier auch hochkommen. Red Force Field, Block All Biomatters. Das heißt aber, Kisten kommen durch.
Hervorragend. Und auch wieder rein. Ja, Max Snake, da hast du ja richtig klug agiert. Und jetzt kommen wir auf dieses blöde Ding da drüben drauf. Gravitation aus und ein großer Sprung. Und da sind wir. Okay, let's fix this automatische kaputt. Genau, wir machen jetzt automatische kaputt zu automatische Heile. Schon irgendwie süß, wenn Amis versuchen, deutsche Wörter mit zu benutzen. So. Da komme ich nicht durch, weil das wieder so ein Biomatter-Block-Ding ist. Aber das macht ja auch nicht viel. Ich kann ja die Kiste da mal reinschießen. Und damit ist automatisch kaputt, jetzt automatische Heile. Place the heavy container into lift B2, also den schweren Container. In low gravity. Ja, ich habe jetzt mein Gravity-Gerödel mit dabei. Zack. Zack. John, we found something. You better come see for yourself. I'm on the command deck. I'll be there directly. Na dann auf zum Command Deck. Automatische Kaput ist automatischer Heiler. Schön. So, heißt, kann ich mit dem Gravity Hook bewegen? Ja, habe ich schon gesehen, das Ding. Danke für den Hinweis. Ah, und ich muss da ganz nach oben hin. Na komm schon. Komm. So. Nur in Low Gravity zu benutzen. Habe ich gelernt. So. Und auch nur in Low Gravity werde ich hier hochkommen. Und hier hochkommen. The current situation looks shocking. Ein Wortwitz. Wo hätten wir das Ding denn gerne? Hier ist es nicht schlecht. Muss ich da nur zielgenau drauf springen, damit ich mir nicht irgendwas wegbrutzele. Hui! Aber ich glaube, ich hätte da auch in Low Gravity einfach rüberrennen können. So, hier ist Command Deck. What the heck is that? Gute Frage. We're back in business. It seems like a solid structure of some kind. I think we hit pay dirt. I need to call Maximilian. Hurra. What is it now, John? Max, we found something. I'm patching you into the feed. Are you seeing this? Yeah. Let me just... Whoa, John. I'd say you and your team just saved your jobs. In fact, take the rest of the day off. In the meantime, seal the area, okay? I'm sending a specialist crew to check it out. Na, großartig. Da findet man was und darf nichts mitmachen. Schön. Okay, Zwischensequenz gebe ich euch noch. Bitte schön. Aren't you at all curious about that thing? Come on, let's just take a peek. No can do. Maximilian ordered it sealed. Oh, he doesn't have to know. I'd know. We're doing this by the book. Anyway, who knows what's in there? By the book. John, you can be such a square sometimes. Whoa, I'm getting some weird interference. Crap, I just lost all power. No! Skyler, do you copy? Come in, over. Automatisch kaputt. Aber mehr davon im nächsten Let's Play zu Russia. What the? Okay. Moment. This is Big Daddy 427 hailing all Skyrig frequencies. Mayday, mayday, mayday. Okay. Damn this rock. So, das muss ich jetzt noch einsammeln. Ich werde jetzt so weit lange weiterspielen,
bis ich wieder den Safe-Punkt sehe. Aber momentan wird erstmal die Station beschossen. Checkpoint reached. Heißt für mich so viel wie, ab hier geht's beim nächsten Mal weiter. Da draußen sehen wir schon bedrohlich das Angreiferschiff. So, also jetzt nochmal in Ernst. Mehr dazu im nächsten Let's Play. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.